So, frei nach dem Motto, aus Fehlern wird man klug. Muss ich euch, glaube ich, noch ein Video nachschieben zu meinem Artikel, weil ich hatte ja das Problem, dass die Demo ich hier immer doppelklicken musste und auch nicht scrollen konnte. Ha! Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich das irgendwie scharf kriege. Moment. So, mit ein bisschen reinzoomen geht das. Das ging ja nicht. Und das ging ja auch erst nach einem Doppelklick. Und hier blieben die Sachen stehen. Und jetzt funktioniert das Ding genau wie in der Demo. Außer dass hier unten die FPS angezeigt werden. Auch das Scrolling. Und das ist mir aufgefallen, weil ich jetzt weitergemacht habe und ein ganz einfaches Beispiel gemacht habe mit nur einem Button. Und mir aufgefallen ist, ich muss den erst einmal anklicken. Dann geht der Fokus drauf. Und dann muss ich nochmal anklicken. Und dann wird erst geklickt. Und wenn ich dann nochmal daneben klicke, dann wird er nochmal geklickt. Und dann ist mir klar geworden, bei der Icon-Funktion, die Position von dem Touch zurückgeben soll, habe ich zwei Pfade, if und else, habe ich vertauscht. Beziehungsweise habe ich das Ausrufezeichen für die Negierung, if touched, vergessen. Und ja, so ist es, dass er das dann immer erst gemeldet hat, wenn ich dann losgelassen habe. Drum musste ich einmal drauf und dann nochmal drauf und das hat er gemacht. Und durch das einfache Beispiel ist mir das jetzt aufgefallen und habe das korrigiert und jetzt geht auch das Scrolling wieder. Ich habe natürlich den Source Code korrigiert und die Firmware, die ihr euch downloaden könnt, das sind jetzt auch diese, die ihr jetzt hier seht, also mit dem Scrolling und allem, dass das gescheit funktioniert. Ja, das wollte ich nur noch mal nachreichen. Ja, der Artikel kam erst gestern raus. Heute habe ich weitergemacht und den Fehler gefunden. Hab den gleich korrigiert. Also dürften nicht viele betroffen sein. Aber im letzten Video, das möchte ich gerne online stehen lassen, habe ich halt viel drüber geredet, über die grundsätzlichen Sachen und die Basiswissen. Habe aber die kaputte Version hier von meiner Demo vorgestellt. Und das wollte ich jetzt nicht so lassen. Hardworking Teamplayer. Aber auf jeden Fall. Okay. Gut. Und wie schon gesagt, nächster Teil kommt dann bald. Jetzt war ich gerade mal an den Buttons und jetzt will ich mir mal die anderen Widgets anschauen. Und dann mache ich vielleicht ein kleines Demo-Programm, wo ich dann meinen eigenen Dialog habe. Mal schauen. Ich muss mich dann noch ein bisschen reinfuchsen. Bis dann. Tschö.